Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Christian Jeffall. Das Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft und die Kooperative Berlin wollen Sie heute auf eine Reise mitnehmen, eine Reise nach Neuland. Bleiben Sie sitzen, aber lehnen Sie sich nicht zurück. Denn wo die Reise genau hingeht, das bestimmen Sie und wir zusammen. Am 24. September ist Bundestagswahl. Wir wählen zwischen Parteien, Personen und Programmen, die verschiedene Richtungen in der Digitalpolitik vorgeben. Um uns die Wahl ein bisschen einfacher zu machen, gerade im Hinblick auf Digitalthemen, haben wir am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft einen Wahlkompass Digitales entwickelt, der Ihnen anzeigt, mit wenigen Klicks, welche Richtungen die Parteien in der Digitalpolitik einschlagen möchten. Denn Neuland ist kein schwarzer Fleck auf der Landkarte. Es ist ein Ort, den wir erst bauen müssen. Vielleicht wohnen darin immer lächelnde Handwerkerinnen, die sich in Höflichkeiten überbieten, damit wir ihnen die besten Bewertungen geben. Vielleicht haben diese aber auch Angst, auf Schritt und Tritt von ihren Meistern überwacht zu werden. Vielleicht sonnen sich in Neuland Industriearbeiter vor den Fabriken, weil ihnen intelligente Maschinen die ganze Arbeit abgenommen haben. Vielleicht verarmen sie oder lassen sich zu IT-Experten umschulen, die ja so dringend heute gebraucht werden. Besonders im Bereich Cybersecurity. Vielleicht wird man sich in Neuland für 39,90 eine Cybersecurity-Suite gegen Staatstrojaner kaufen können. Erste Tools dazu gibt es ja bereits. Wie werden wir uns fühlen, wenn wir grundsätzlich vielleicht immer mit Überwachung unseres Smart Homes rechnen müssen? Nicht nur durch den Staat, sondern auch durch andere Akteure. Und wie wird die Regierung von Neuland damit fertig werden, dass sie auf der einen Seite immer wieder Sicherheitslücken in IT-Systemen stopfen muss, um ihre Bürger und Unternehmen zu schützen, während sie auf der anderen Seite aktiv auf der Suche nach Sicherheitslücken zur Strafverfolgung ist? Es wird überhaupt spannend zu sehen, wie sich die Bundesrepublik von Neuland aufstellt. Heißt es bald Gesellschaft 2.0 und Wirtschaft 4.0 trifft Staat 0.4? Wird der Staat mit dem E-Government endlich voranschreiten? Oder wird Neuland zum digitalen Niemandsland, dessen Bewohner nach Ostasien fliehen, wie sich im Science-Fiction-Film A Ghost in a Shell? Sie vergeben mir, wenn ich an dieser Stelle ein bisschen überzeichne. Ich tue das bewusst, um die Diskussion anzufachen. Und diese Diskussion brauchen wir. Mittlerweile hat ja fast jeder relevante gesellschaftliche Akteur eine digitale Agenda, Ministerien, Unternehmen, manche sogar mehr als eine, die sich nicht nur auf Digitalisierung als solche beziehen, sondern auf einzelne Themen wie die Verwaltung 2020 oder sogar auf einzelne Technologien wie das sogenannte Internet der Dinge. Ich glaube, dass wir jenseits von Agenten wieder dazu kommen müssen, zu diskutieren, um einen Konsens zu finden, dessen wir uns immer wieder vergewissern. Im alten Land hat man diesen Prozess Verfassung genannt. Wie wird aber die Verfassung der Bundesrepublik von Neuland aussehen? Das werden wir zum Teil am 24.09. entscheiden, aber auch danach wird es wichtig sein, weiter am Prozess beteiligt zu bleiben und zu überprüfen, ob die Parteien ihre Versprechen einhalten. Welche Richtung sollen wir also nun einschlagen? Ich hoffe, dass wir heute der Diskussion ein bisschen näher kommen und freue mich auf die Diskussion und übergebe an Katja Weber. Danke, wir hätten natürlich... Wir hätten natürlich auch mit dem Autotune-Remix der Lochis auf Merkels Neulandrede einsteigen können, war uns aber zu billig. Sehr viel lieber war mir deine Einführung, Christian. Und auch von mir nochmal die Bitte, diskutiert mit. Also da hinten gibt es ein Pinnbrett, wo einige von euch schon draufgeschrieben haben, was eurer Ansicht nach in der digitalen Agenda stehen solle oder aber auch nicht. Einige von denen, die sich da schon beteiligt haben und auch alle anderen, wären mir und uns hier vorne ja hochwillkommen als Diskutanten hier vorne. Schön jedenfalls, dass ihr dann doch ganz schön zahlreich
gekommen seid. Ich war kurz nach 6:30 da und dachte, bei dem Wetter geht halt kein Mensch vors Haus. Ein paar haben es doch getan. Hier vorne gibt es auch noch Möglichkeiten rumzulümmeln. Keinen Grund, sich da hinten weiter die Beine in den Hals zu stehen. Die Vorausschauenden haben einen Fächer mitgebracht. Möglicherweise können wir aber auch zwischendrin da hinten mal die Türen öffnen. Nur noch eine Bemerkung zum Wetter. Ich weiß, es nervt nur noch eine. Besonders putzig finde ich, dass das HIG heute hier so weihnachtlich gedeckt hat, mit so Servietten, auf denen Schneekristalle drauf sind. So schlimm ist ja noch nicht. So, also 24. September, du hast es gesagt, die meisten gehen wählen, hoffe ich mal zumindest, entscheiden über Umweltpolitik, Sozialpolitik, Wirtschaft, Arbeit, Bildungspolitik etc. pp. Und beschäftigen sich damit zumindest implizit, vielleicht auch explizit mit der Frage, ob und wie sie das Neuland gestalten wollen. Denn mehr Querschnitt als beim Thema Digitalisierung geht nicht. Alle eben genannten Bereiche und ungefähr 1000 andere werden durch das Thema digitaler Wandel berührt, ist also extrem wichtig. Macht es dann gleichzeitig, Pech für uns hier vorne, extrem schwierig, weil es so viele Schichten hat und schwer zu fassen ist. Wir bemühen uns. Wenn es euch zu öde wird oder ihr denkt, warum sprechen die das und das nicht an, ich habe in der Vorbereitung eher mehr rausgelassen als reingenommen, dann setzt euch doch dazu und tragt es rein. Also das genau ist der leere Stuhl für euch. Also welche Themen sind euch wichtig, was vermisst ihr, was findet ihr vielleicht auch gut, weil gemeckert ist ja immer recht schnell. Ich fände es auch gut, wenn jemand was gut finden würde. Außerdem wäre der Benefit, dass ihr neben Wilfried Bernhard zu sitzen kämmt. Er ist promovierter Jurist, war lange im Bundesinnenministerium unterwegs, unter diversen FDP-Justizministern. Von 2009 bis 2014 dann Staatssekretär im sächsischen Justizministerium, das dann damals ebenfalls unter FDP-Führung war. Ihr ahnt es, worauf es hinausläuft. Er war dort zuständig für die Themen IT und E-Government und hat sich im Wahlkampf zum Berliner Abgeordnetenhaus vergangenes Jahr für die FDP Reinickendorf aufstellen lassen unter dem Slogan bürgerfreundlich und rechtsstaatlich. Allerdings ohne Erfolg, also zumindest bist du nicht im Abgeordnetenhaus, stattdessen aber zum Beispiel Honorarprofessor für Internetrecht an der Universität Leipzig. Inga Höldmann sitzt bei uns, sie ist Journalistin, schreibt für den Tagesspiegel, produziert für den Deutschlandfunk, immer mit Fokus auf Wirtschaftspolitik und Management, auch noch diverse andere Sachen, aber die stehen vielleicht ganz oben. Und sie schaut sich an, was sich wie und wieso in Unternehmen ändert oder vielleicht auch nicht, welche Rolle der digitale Wandel dabei spielt, welche Chancen, welche Risiken drinstecken für Arbeitnehmerinnen, auch für Arbeitnehmer. Und wenn ihr tiefer in die schöne neue Arbeitswelt einsteigen wollt, dann empfehle ich euch sehr Ingas Podcast-Reihe, New Work heißt die, für den DLF gemacht, auf deiner Homepage ein leichter Einstieg dazu zu finden. Neben mir sitzt Laura Krause, Co-Vorsitzende des Vereins D64, der sich der Debatte um die Digitalisierung verschrieben hat. Da habt ihr eine Menge zu tun. Zudem arbeitet sie für den Think Tank das Progressive Zentrum. Ich meine, mind that, also Zentrum, Mitte und progressiv, also sich nach vorne bewegend. Eine Aporie, die wir hier nicht auflösen können. Und arbeitet dort zum Thema Zukunft der Demokratie. Beides SPD-nahe Verbände, möchte ich auch dazu sagen. Vordenken, Vernetzen, Streiten, habt ihr euch auf die Fahnen geschrieben. Und vielleicht noch als zwei biografische Punkte. Du hast Politikwissenschaft studiert und für Martin Schulz im Europawahlkampf der SPD gearbeitet. Und ihr merkt es, wenn ihr jetzt zugehört habt, wir haben also einen dezidierten Parteipolitiker, eine Frau, die zumindest eine gewisse Nähe zu einer Partei aufweist. Inga muss quasi überparteilich hier wirken. Also wenn zum Beispiel jemand noch mal dezidierte Einlassungen hätte zur Arbeit der Union, die ja vielleicht nicht ganz unmaßgeblich ist, wenn es um digitale Agenda geht, würde ich mich freuen, wenn der oder die da Platz nehmen würde. So, allen drei Gästen gemeinsam ist, sie beraten nämlich Unternehmen, Verbände, Politiker, heute uns. Ihr könnt aber auch zurückberaten. So, Laura, jetzt hat die Bundesregierung 2014 eine digitale Agenda sich und uns verpasst mit den folgenden Schwerpunkten: Wachstum und Beschäftigung, Zugang und Teilhabe, Vertrauen und Sicherheit, vielleicht auch damit jedes der drei beteiligten Ministerien sich wohlfühlt und was zu tun hat. Was ist denn deine Bilanz? Was hat die Große Koalition hingekriegt? Das ist genau die Frage, über die wir uns gerade unterhalten haben, dass das eine ziemlich gemeine Einstiegsfrage ist, weil das so schwierig zu beantworten ist. Dann also, deine Favoriten. Genau, ich mache das jetzt im Politikerin-Style, dass ich mir jetzt genau das rauspicke. Nein, also
meine Haltung zur digitalen Agenda ist, ich bin froh, dass es sie überhaupt gab, aber ich bin trotzdem nicht zufrieden. Also das ist vielleicht ein bisschen zynisch und relativ niedrig angesetzt, aber es war schon wichtig, dass die Bundesregierung sich dieses Thema genommen hat. Ich finde halt, dass es nicht ansatzweise mit dem Nachdruck verfolgt wurde, der nötig gewesen wäre. Und mein Eindruck ist, und da würde mich auch heute die Meinung hier aus dem Publikum interessieren, dass Digitalisierung immer noch, wie was diskutiert wird, was so ein bisschen neu ist und über uns gekommen ist. Ist das nicht so? Es ist über uns gekommen, aber schon vor sehr, sehr langer Zeit und es kommt jeden Tag ein bisschen anders wieder über uns. Und alleine, man kann das unter einer Agenda bündeln und das war wahrscheinlich ein ganz guter Ansatz, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass so eine Haltung dazu zu entwickeln, dass das was ganz Normales ist, was da passiert, weil das Beschäftigung mit Zukunft und mit Veränderung ist, dass das immer noch nicht angekommen ist. Mhm. Ja. Wieso denn? Also, weil, wie gerade festgestellt, ist ja eigentlich politisches Kerngeschäft, Zukunft gestalten unter guten wie widrigen Bedingungen mit Blick auf Arbeitsmarkt, soziale Daten, Demografie. Warum ist das ein Problem, wenn es um Digitalisierung geht? Naja, es gibt mehrere Gründe dafür, aber um vielleicht einmal einen rauszupicken. Digitalpolitik, Netzpolitik ist immer noch ein Stück weit ein eigenes Politikfeld, obwohl wir irgendwie dann auch immer wieder alle sagen, dass es in jedem Bereich eine Rolle spielt. Du hast es eingangs gesagt, du hast sie alle aufgezählt. Und für mich ist zum Beispiel die Debatte, die wir jetzt im Jahr 2017, also nicht zum ersten Mal, aber wieder führen über das Digitalministerium, ist für mich einfach so ein schönes Symbol dafür. Weil gerade jetzt müsste man doch an dem Punkt sein, zu sagen, schön, alle Ministerien haben sich ein bisschen damit beschäftigt, das sollen sie weiterhin tun. Und jetzt geht der Trend ja sozusagen dahin oder die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es in der nächsten Bundesregierung ein Digitalministerium gibt. Ich würde sagen, das hätte man eigentlich vor 4 oder vor 8 Jahren gebraucht, um Strategien zu entwickeln. Und jetzt brauchen wir die Kompetenz aber in allen Häusern, in allen Themenbereichen. Und wir sollten nicht glauben, dass sie dort wieder rausgenommen und woanders gebündelt werden. Okay, soll. Das Ministerium würde ich tatsächlich nachher gern noch mal als eigenes Kapitel mit euch abarbeiten. Du sagst, wir hängen 4 bis 8 Jahre hinterher. Gemessen woran? Also am Silicon Valley oder am EU-Durchschnitt? Was ist dein Maßstab? Ich finde diese Orientierung am Silicon Valley immer ein bisschen anstrengend mittlerweile, weil wir sind nicht Kalifornien und wir sind auch... Ja, sieht man. Ja, das stimmt. auch nicht wettermäßig. Nee, ich meine das jetzt einfach sozusagen, ist das wirklich der Schritt, den wir jetzt brauchen, mit der Digitalisierung voranzukommen, dieser Fokus auf das Digitalministerium? Und da würde ich einfach ein großes Fragezeichen setzen. Okay, dann frage ich jetzt doch nochmal, wo bleibt das Negative? Was ist liegen geblieben? Also was würdest du sagen, welcher Bereich, welches Arbeitsgebiet wurde stiefmütterlich behandelt? Wie viel Zeit haben wir? Ganz kurz. Ja, es ist alles. Es ist von den Infrastrukturfragen. Wir sind mit dem Breitbandausbau nicht so weit vorangekommen, wie wir das gerne möchten. Und was ich mir eigentlich mehr gewünscht hätte, also manche Häuser haben das versucht, zum Beispiel im BMAS hat man ja wirklich versucht, mit diesem Arbeiten 4.0-Prozess sich das Thema einfach auch nochmal von anderen Perspektiven anzuschauen und auch Stellen dafür zu schaffen, für Menschen, die sich nur damit beschäftigen. Und eigentlich bräuchte aus meiner Sicht jedes Ministerium sowas wie einen kleinen Think Tank intern, der sich mit Digitalisierungsfragen für diesen Bereich beschäftigt. Okay. Und diese Strukturinnovation hat nicht stattgefunden oder nur sehr wenig. Gut, dann hören wir vielleicht noch mal kurz einen O-Ton. Die Kollegen haben einiges vorbereitet von der Piratenpartei. Ich weiß allerdings nicht genau, wer da spricht. Das ist O-Ton Nummer 1 und Überraschung. Man merkt, dass der Großen Koalition in Berlin das Internet immer noch suspekt ist, dass es für sie im Grunde nur aus Kunden einerseits und Unternehmen andererseits und der Leitung dazwischen besteht. Wir finden in der digitalen Agenda nichts, zum Beispiel in den Bereich Arbeiten in der Zukunft, wie sich das Internet auf unsere Arbeitswelt auswirken wird, wie wir in Zukunft lernen werden, das steht in der digitalen Agenda nicht. Partizipation und E-Government kommen nicht drin vor und die Umsetzungsschritte, die da drin stehen in Bezug auf Breitband, da geht es mehr darum, den Status quo praktisch überall möglichst durchzusetzen. Es hat nichts Visionäres daran. Also nicht, dass die Piratenpartei in der nächsten Bundesregierung oder auch im nächsten Parlament irgendwas zu kamellen hätte, aber das würdest du alles unterschreiben, nach dem, wie ich dich eben verstanden habe. Ich dachte, ich wäre schon fertig. Ja, das würde ich weitestgehend unterschreiben. Okay, dann würde ich gerne Wilfried noch mal befragen zur digitalen Agenda. Also die beteiligten Minister, de Maizière, Dobrindt und Zypris, haben im Juni die Umsetzung bilanziert, das war erstaunlich. Die finden das nämlich alles super, ganz anders als Laura jetzt. Der Innenminister sieht ein Manko und da geht es um ein Kerngebiet von dir. Deutschland muss besser werden bei der digitalen Verwaltung. Hier wurde es auch gerade angesprochen, E-Government. Bevor wir darauf kommen, siehst du noch andere Desiderate oder ist das tatsächlich das Einzige? Ja, da könnte man noch mal ran. Also
das Problem bei der sogenannten digitalen Agenda bestand schon darin, dass das eigentlich keine Agenda war. Das war allenfalls eine Strategie. Es waren abstrakte Ziele teilweise beschrieben worden, nach dem Motto, da wollen wir jetzt mal irgendwo in der fernen Zukunft Folgendes erreichen. Aber es gab nicht das, was wir unter der Agenda 2010 zum Beispiel ja erlebt haben, ne? Also wo ganz konkrete Umsetzungsschritte schon vorprogrammiert waren und wo man sich dann gewissermaßen an diesen Umsetzungsschritten dann auch orientiert hat und wo man das einfach dann auch realisiert hat. Eine solche Agenda habe ich immer vermisst. Also der Begriff war völlig falsch gewählt für das, was dann drin stand. Und deswegen kann man sich natürlich leicht tun als de Maizière oder wer auch immer und sagen, das haben wir jetzt alles erreicht. Ja, wenn kein konkretes Ziel benannt ist, kann man natürlich auch nicht behaupten, es sei dann nicht erreicht worden. So. Und es ist schon wahr, das, was du jetzt hervorgehoben hast, dass nämlich im Bereich der Verwaltung erst recht nichts geschehen ist. Denn man muss einfach sagen, das, was der Bürger, wenn die Bundesregierung handelt, erwartet es vielleicht nicht, dass man jetzt die Bundesregierung Wirtschaftsbeziehungen reguliert, sondern der möchte einfach wissen, wie werde ich in Zukunft behandelt, wenn ich ein Verwaltungsanliegen habe, wenn ich ein Verwaltungsverfahren angehen möchte. Was habe ich dann zu erwarten? Geht das jetzt digital oder geht es nicht? Und da gab es ja vor 4 Jahren, nämlich nicht in der digitalen Agenda erstaunlicherweise, aber in der Koalitionsaussage, den bemerkenswerten Satz, man möchte die 100 wichtigsten Verwaltungsleistungen digitalisieren. Bis zum Ende der Legislaturperiode. Sind wir am Ende der Legislaturperiode. Was ist geschehen? Nichts. Man hat Nichts oder so ein bisschen was? Ja, man hat es geschafft und jetzt muss man das wirklich sich auf der Zunge zergehen lassen. Man hat es geschafft in einer Studie, die vor kurzem veröffentlicht wurde, die Bundesregierung nicht selber gemacht hat, sondern ein Unternehmen beauftragt hat, die 100 wichtigsten Verwaltungsleistungen zu definieren. Das heißt also, man hat jetzt erstmal... Man hat die Vorarbeit geleistet, ja, um die Arbeit zu machen. Genau, jetzt startet die Arbeit. Und jetzt die beiden Protagonisten, die ja jetzt sich für die großen Parteien in den Bundestagswahlkampf aufschwingen, die haben jetzt nichts Besseres zu tun, als genau dieselbe Forderung wie vor 4 Jahren jetzt nochmal als Neuland oder als neue Herausforderung zu beschreiben. Okay. Das ist haarsträubend. Jetzt jeder hier im Raum kann mitjammern, so er oder sie in Berlin gemeldet ist und zum Beispiel mal aus meinem Anekdotenschätzchen einen verloren gegangenen Führerschein versucht zu bekommen. Das ist absurd. Da sind wir alle Experten. Ja. Kann jeder rumjammern. Genau. Trotzdem, also was ist denn das Hauptproblem? Also klar, die Verwaltung, nehmen wir die Stadt Berlin, ist dinosauriermäßig aufgestellt. Okay, haben wir jetzt festgestellt, was muss passieren? Das Hauptproblem war schon 2013 darin gelegen, dass man zwar übertitelt hat, die digitale Agenda für Deutschland, hat aber eigentlich überhaupt nicht mit den Bundesländern gesprochen, die nämlich für wesentliche Bereiche zuständig sind, ne? Du hast angesprochen Berlin. Das ist jetzt nicht die Bundesregierung, die den Führerschein ausstellt, sondern das ist zunächst einmal das Bürgeramt in Berlin, was als Portal, und zwar jetzt nicht als Internetportal, sondern leider als noch ganz analoges Portal dient. Da muss man rein, da muss man durch, da kann man allenfalls einen Termin beantragen, aber in 2 Monaten später. Und das Problem liegt natürlich darin, man hätte erstmal mit den Ländern sprechen müssen, denn die müssen die Arbeit machen. Zweitens, man hätte natürlich den Ländern diesbezüglich auch unter die Arme greifen müssen, und zwar auch mit konkreten Meilensteinen, was in Berlin zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert, aber das ist leider auch ein Bereich, wo die Bundesregierung selber Möglichkeiten hätte, tritt da auch nicht vorbildmäßig auf. Die gesamte Verwaltung muss erstmal in sich digitalisiert werden. Das heißt, es muss der Papierkram, die Papierberge müssen digitalisiert werden. Die elektronische Akte, die Verwaltungsakte, die muss her. Da gibt es auch in der digitalen Agenda die Ansage, man möchte ein Programm Digitale Verwaltung 2020, und da wird ja nach dem E-Government-Gesetz der Bund verpflichtet, bis dahin, alle Bundesbehörden müssen die elektronische Akte haben. Was hat man jetzt bis 2017 geschafft? Man hat noch nicht mal das Ausschreibungsverfahren. Aber wieso? Ich meine, dass das so ist, haben wir alle festgestellt, als die Flüchtlinge kamen, wo es genau darum ging, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dass da absurde Zustände herrschen. Das wurde mal super recherchiert von Kollegen vom RBB, dass in der zuständigen Behörde hier in Berlin der Job Aktensucher
existiert, wo Leute durch Gewölbe und Kellerräume gehen und die Akte von XY suchen. Wirklich Kafkaesk im Wortsinne. Fünf Leute eingestellt. Ja. Woran liegt es? Also wieso braucht es so absurd lange, bis diese Ausschreibung auf den Weg kommt? Es fehlt, offen gesagt, an der politischen Führung. Deswegen ist das Thema Digitalisierung nicht verkehrt, weil es haben sich gegenseitig alle zuständigen Ministerien in der Bundesregierung paralysiert. Jeder hat immer dem anderen in die Suppe gespuckt und keiner hat es geschafft, hier mal Ärmel aufzukrempeln und die Akte einzuführen. Ich habe in Sachsen ja von 2009 bis 2014 meine Funktion inne gehabt. Wir haben in dieser Zeit die Akte auf den Weg gebracht mit klaren Ansagen, klaren Meilensteinen. Und ihr habt die tippitoppi elektronische Akte in Sachsen. Ja. Ja, es ist, ich bin ja bekanntlicherweise nicht mehr dort, sonst säße ich jetzt auch nicht hier. Aber wir haben zumindest zum Beispiel in meinem Ministerium haben wir die Akte eingeführt. Ich hatte sie selber auf dem Schreibtisch. Die Führungsleute müssen sie selber auch ausprobieren. Es ist ein Unding. Und schauen wir mal in der Bundesregierung, welcher Bundesminister eine elektronische Akte in die Hand nimmt. Die lassen sich notfalls das Zeug noch ausdrucken, um da ihren Grundstift dran zu setzen. Das ist der Fehler. Die politischen Führungskräfte müssen selber natürlich digital einsteigen. Nicht nur darüber reden, über Neuland. Selber machen. Eigene Erfahrung sammeln, Mitarbeiter dafür motivieren, das kann man nur dann, wenn man es selber ausprobiert, Führungskraft zeigen, Meilensteine setzen, intensives Controlling, Monitoring der einzelnen Schritte, alles nicht geschehen in der Bundesregierung. Keine Meilensteine, kein Monitoring, gut, keine dann kommt jetzt hier Inga ins Spiel. Du beschäftigst dich ja mit dem Thema Kulturwandel in Unternehmen, also Kulturwandel durch die Digitalisierung, mit der Digitalisierung. Betrachten wir doch vielleicht mal die Bundesregierung als Unternehmen. Wie gut haben die den digitalen Wandel verstanden oder gestaltet? Wilfried sagt eher so gar nicht. Also Unternehmen, Regierung als Unternehmen, ich glaube, dass das etwas ist, also erstmal, ich glaube, man kann das nicht so richtig beantworten. Ich glaube, dass man tatsächlich, wenn du sagst, Kulturwandel durch oder mit Digitalisierung, ist, glaube ich, nicht so richtig gefragt. Weil ich glaube, dass wir, wenn wir über Digitalisierung reden, automatisch über diesen Kulturwandel reden. Also man kann nicht sagen, die Digitalisierung führt den herbei, sondern dieser Kulturwandel ist genau das, was durch die Digitalisierung geschieht. Dass ich mir vorstellen kann, dass eine Akte auch dann eine richtige Akte ist, mit der ich arbeiten kann, auch wenn sie nicht mehr von A nach B getragen wird oder irgendwo abgelegt wird. Und ich glaube, was auch total wichtig ist, ist dieses Vertrauen da rein. Also ich war jetzt vor ein paar Tagen, bin ich in der Charité gewesen und habe dann diesen Bogen da ausfüllen müssen, irgendwie so mit Vorerkrankungen und so weiter. Und dann bin ich halt damit so reingedackelt irgendwie. Und dann guckte der Arzt sich das irgendwie an und legte das so gleich beiseite und hat dann alles, was er mir, also was ich schon eingetragen hatte, hat er mich nochmal abgefragt und hat das direkt in den Computer eingetippt. Und dann meinte ich halt irgendwie so, also war ich so ein bisschen verwundert und also es war für mich dann gut, weil ich hatte mir dann schon mal Gedanken gemacht und konnte ihm das dann irgendwie schneller sagen. Und dann meinte er halt so, ja, das sind halt irgendwie so, wir wollen zwar irgendwie papierlos, aber wir geben das trotzdem immer noch raus, so aus Gewöhnung. Mhm. Ich glaube, dass sowas tatsächlich nur dann funktionieren kann, wenn man sich genau dieser Gewöhnung bewusst wird. Wenn man sich überlegt, wo können wir denn persönlich im Unternehmen, in unserer Organisation ansetzen und was kann für uns funktionieren und wo können wir die Leute auch mitnehmen. Und wie lässt sich das anregen oder dieses Engagement hervorbringen? Oder müssen wir halt warten, bis die ganzen alten Leute gestorben sind und die Jüngeren dann eben Chefs und Chefin? Ich würde es nicht unbedingt am Alter festmachen. Also ich glaube, dass die Jüngeren vielleicht unter Umständen da leichter heranzuführen sind oder es gewohnter einfach schon sind. Grundsätzlich, glaube ich, ist es aber keine Altersfrage, sondern eher so eine Frage von, wie viel von diesem Kulturwandel und auch darüber nachdenken, lasse ich denn in meiner Organisation überhaupt zu? Also was für Angebote mache ich, um die Leute tatsächlich mitzunehmen und wie wird auch in der Organisation darüber gesprochen? Ist das das, was so schön mit dem Begriff Digital Leadership bezeichnet wird? Mal für die Doofen, was ist das? Wir haben auch eben schon kurz darüber gesprochen, aber also ich glaube, dass man, oder ich bin fest davon überzeugt, dass man über Kulturwandel in Organisationen und sei es so etwas wie eine Bundesregierung oder eine Regierung oder irgendeine Institution oder auch ein Unternehmen eigentlich nur sinnvoll sprechen kann, wenn man automatisch auch mitdenkt, wie sich Führung verändern muss. Und der Clou bei Digital Leadership ist, dass es ein Führungs
Theorie oder eine Führungsthese oder ein Führungsansatz ist, der sich loslöst von den hierarchischen Strukturen. Das heißt, wenn ich meine Mitarbeiter ermächtige, Digital Leader zu sein, heißt es nicht automatisch, dass ich irgendwie mega agil sofort arbeiten muss und alle Strukturen komplett abschaffen muss, sondern es ist im Endeffekt eine Ermächtigung jedes Einzelnen. Und Digital Leadership heißt, dass jeder in seiner Position, ob er in einer hierarchisch zugeordneten Führungsposition ist oder nicht, vollkommen egal, dass er einfach seine persönliche Verantwortung in den Prozessen halt wahrnimmt und das auch erkennt. Und damit einhergeht zum Beispiel auch, wie kommuniziere ich denn das, was ich mache, ins Haus zum Beispiel. Okay, dann nochmal einen Schritt zurück zu dem, was Wilfried vorhin gesagt hat. Ist das nicht genau der Widerspruch? Also ein Ministerium, eine Behörde, eine öffentliche Verwaltung funktioniert so genau nicht. Da ist es top-down und Schluss aus. Also deswegen ist Digital Leadership in so einer so durchbürokratisierten Gesellschaft überhaupt möglich oder müssen wir dann unsere ganzen Behörden und Verwaltungen und so weiter zerschlagen? Zerschlagen würde ich nicht sagen, aber ich glaube, wir müssen tatsächlich diese Strukturen neu denken. Also wenn wir darüber uns Gedanken machen, wie sollen denn unsere Informationen zu uns kommen, wie wollen wir unsere Informationen verwalten? Und wenn wir sagen, wir wollen das damit tun, was wir digitalisiert nennen, wobei ich auch gerne nochmal über den Begriff Digitalisierung sprechen würde, weil wir momentan in dieser ganzen Debatte Digitalisierung vor allem verstehen als, also das, und das ist mir ein bisschen zu kurz, oftmals verstehen als die Konversion von analog zu digital. Das heißt, wenn ich ein Formular habe, das ich dann am Ende irgendwie einscanne oder in den Computer eingebe, dann ist der Prozess ja nicht digitalisiert, sondern dann habe ich diese Konversion von, okay, eben hatte ich was in der Hand und jetzt habe ich es halt irgendwie digital. Aber die Frage ist doch vielmehr, wie kann ich denn diese ganzen Prozesse aufsetzen, dass halt der Prozess dahinter irgendwie ein anderer ist. Und das ist halt was, wo ich auch als derjenige, der es anwendet, halt mitdenken muss. Okay, ihr nickt alle so einvernehmlich. Ja. Habt ihr denn dazu Eingaben zu machen? Wie lassen sich diese Prozesse aufsetzen? Ideen oder vielleicht Erfahrungsberichte? Kommst du zu uns? Das ist ja zauberhaft. Und es wäre natürlich super, wenn du dich kurz vorstellst und sagst, aus welcher Milchstraße du zu uns sprichst. Milchstraße würde ja bedeuten, dass wir uns in diesem Universum, also in dieser Galaxie befinden. Ich komme aus einer anderen. Okay, nein. Möchtest du die genauer also definieren Name, oder muss das reichen? Mein Name ist Thomas Schindl und ich gründe seit ungefähr 20 Jahren Unternehmen. Fast alle haben was mit Digitalem zu tun. Und ich kümmere mich auch viel um Corporates und helfe denen so ein bisschen aus der Patsche und beschäftige mich aber gleichzeitig auch damit, wie wir Wege finden, den Planeten zu einem guten Ort zu machen. Ja, das und das ist doch mit unternehmerischem Spirit. Mhm. Und wenn wir jetzt über die Frage diskutieren, wie wir uns als Administration, erstmal nur Administration, digitalisieren, dann müssen wir da gar nicht groß denken. Wir müssen einfach uns angucken, was andere machen. Zum Beispiel macht Estland uns das jetzt schon seit 1993 vor. Und ich habe eine Freundin aus Estland, die vor anderthalb Jahren nach Berlin gekommen ist. Und die hat sich erstmal eine ganze Weile darüber gewundert, warum wir hier überhaupt Drucker haben. Weil der Unterschied einfach darin besteht, dass bei uns immer noch ein Zettel führend ist und in Estland ist ein Datenbankeintrag führend. Und wenn wir also uns die Frage stellen, wo fängt eine digitale Akte an, dann muss die bei mir anfangen. Das heißt, ich muss einen Login haben in was auch immer zu mir gespeichert ist. Sonst funktioniert das nicht, von vorne nicht. Weil wenn wir das jetzt föderal organisieren oder sogar auf Stadtebene, haben wir keine Chance, irgendwo das übers Land hinzubekommen. Und man sollte sich noch eine zweite Frage stellen und diesen Riesentreiber dafür, dass wir vielleicht uns auch ein bisschen mehr engagieren dafür, dass wir das auch durchsetzen, also eine Regierung dazu zwingen, das jetzt endlich mal zu tun. Der Grund, warum Estland das gemacht hat, war, dass sie, als sie aus der Sowjetunion rausgepurzelt sind, sich die Frage stellen mussten, wie sie denn mit dem mickrigen Tax Revenue, den sie mit 1,3 Millionen Einwohnern haben, ihre Administration überhaupt managen. Das geht gar nicht. Das geht mit traditionellen Methoden nicht. Die schaffen es mit 20-30% des traditionellen Aufwandes an Kosten für eine Administration ihres Landes, ihr Land zu managen. Das heißt, wenn bei uns die Kassen leer sind, kommt das von selbst?
Sind wir schuld dran? Ja, klar. Nee, also ach so, sprich, du meinst, wenn das ist dann der Treiber. Sagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt ja, dann können wir uns nicht mehr leisten, das zu bauen. Dann können wir uns nicht mehr leisten, das zu bauen. Das ist ja auch keine ganz einfache Sache. Man muss da auch in Infrastruktur investieren. Und man muss vor allem auch, ich meine, wir sind angreifbarer oder es lohnt sich mehr, Deutschland anzugreifen oder auch nur Berlin anzugreifen als Estland. Das heißt, wir müssen da auch nochmal 2-3 Schritte weiter denken, als Estland das tut. Die sind irgendwie vor ein paar Jahren mal angegriffen worden. Die haben das inzwischen ganz gut gelöst. Was die zum Beispiel machen ist, eine der großen Ängste, die die haben, ist, dass jemand beschließt, Bomben auf die Rechenzentren zu werfen. Das lösen die dadurch, dass sie jetzt Blockchain als Datenhaltung benutzen. Ich weiß nicht, wie vielen Leuten hier im Raum Blockchain klar ist. Jeden Politiker, den ich frage, weiß irgendwie nichts über Blockchain. Hat den Begriff vielleicht noch nicht mal gehört. Bitcoin. Aber wir verlinken und vertiefen jetzt hier nicht in einer Fußnote, siehe weiter oben bei einem vorangegangenen digitalen Salon, sondern bleiben lieber bei unserem Thema. Also das heißt, das Anliegen ist berechtigt, wie auch sicherlich viele andere. Das heißt, du würdest sagen, wir können es uns gar nicht leisten, länger zu warten, tun es aber dennoch. Ja. Wie kommen wir aus dieser Möbius-Schleife raus? Ich glaube, da bin ich voll bei Wilfried, ne? Führung. Wir brauchen dummerweise irgendwie ein Leadership in diesem Land. Gut, da du den Ball jetzt so schön rüberschiebst mit Leadership und Wilfried und Führung, kommen wir natürlich auf das eben mal kurz ausgeklammerte Digitalministerium zu sprechen. Die FDP wünscht sich das inniglich. Minister Dobrindt würde es sich auch wünschen. Ich glaube, er könnte sich auch gut vorstellen, dass er den Posten ausfüllen würde. Dein Parteivorsitzender sicherlich auch. Also Deutschland updaten und German Mut will er uns einhauchen. Ist das der nächste Digitalminister, Christian the Future Lindner? Also ich denke mir, wenn die FDP tatsächlich in den neuen Deutschen Bundestag so einzieht, dass sie auch in die Regierung eintreten kann. Und es sind ja alles Wenns, ne? Das Feld des Bären zu verteilen, bevor er überhaupt erlegt ist, ist bekanntlicherweise untersagt. Deswegen will ich da auch nicht mutmaßen. Aber natürlich, wenn man gefragt wird, würde selbstverständlich ein Liberaler Verantwortung übernehmen, weil das ja natürlich das Ziel ist, Deutschland im Bereich der Digitalisierung tatsächlich voranzubringen. Nicht nur darüber zu reden, sondern wirklich etwas zu machen. Und was jetzt gerade eben auch, was du insbesondere angeführt hast, und das spricht ja auch aus deinen Worten, es nützt gar nichts, wenn man einfach nur irgendwelche Dinge, die im Augenblick papiermäßig laufen, 1:1 quasi als Bilddatei ausgibt und dann sagt, das ist digitalisiert. Das ist großer Quatsch. Sondern selbstverständlich muss man die Chance nutzen. Und das war mein Job zum Beispiel in Sachsen. Im Wege einer sogenannten Staatsmodernisierung muss man die einzelnen Verfahren analysieren auf Optimierungsmöglichkeiten. Und diese Optimierungsmöglichkeiten muss man dann eben gezielt im Hinblick auf die Digitalisierung prüfen. Das heißt, dann entfallen unter Umständen Hierarchiestufen in der Verwaltung. Es entfallen womöglich Beteiligungen. Es entfallen beim Genehmigungsverfahren wahrscheinlich allmögliche Verwaltungsschritte, die völlig nur ausschließlich auf die Papierwelt bezogen waren. Und dann bekommt man dann auch sowas wie Effizienz hin und bekommt dann auch die Zustimmung der Bevölkerung, weil es einfach schneller und kürzer geht. Und die Verwaltungsmitarbeiter, die sehen das natürlich erstmal nicht ein, dass womöglich deren eigener Job abhanden kommt. Aber dann kommt das ganz große andere Thema. Wie gehe ich im Bereich Bildung, Fortbildung mit dem Thema um? Man muss die Bevölkerung darauf vorbereiten, dass nicht so bleibt, wie es ist. Man muss sie entsprechend im Hinblick auf Medienkompetenz, auf ihren Platz in der digitalen Gesellschaft vorbereiten. Da ist viel zu wenig geschehen und das muss man anpacken. Dann würde ich gerne die Expertin für Digital Leadership, Inga, fragen. Würdest du sagen, genau so ein Ministerium könnte Digital Leadership verkörpern? Also Digital Leadership auf gar keinen Fall, würde ich sagen. Ich glaube, die Frage muss eher andersrum sein, dass man halt irgendwie sagt, wir brauchen Digital Leadership bei jedem Politiker sozusagen.
Und die Frage nach einem Digitalministerium finde ich persönlich extrem schwer zu beantworten. Und ich habe mir auch ehrlich gesagt noch keine abschließende Meinung dazu gebildet, weil ich einerseits denke, dass es gut sein könnte, dem auch dieses Schwergewicht zu geben und zu sagen, das ist uns so wichtig, wir machen dieses Digitalministerium und wir setzen da einen Minister ein. Aber gleichzeitig finde ich es irgendwie schwierig, weil ich kann ja nicht sagen, dass die machen jetzt irgendwie alles, was irgendwie mit Digitalisierung zu tun hat. Also alles ist ja durchsetzt davon. Also das finde ich eine sehr, sehr schwierige Debatte, muss ich sagen. Laura, die SPD sagt, brauchen wir nicht. Was sagst du? Ich habe ja zum Digitalministerium gerade schon was gesagt. Ich würde gerne noch mal auf einen Aspekt eingehen, der hier schon mal so anklang. Also ich finde es ja schön, dass wir uns einig sind dabei, also ich meine als Erstes, dass ich das schön finde, dass Digitalisierung nicht bedeutet, dass das, was schon da ist, jetzt von analog auf digital zu verändern. So. Und ich glaube, wir sind uns da einig, aber da draußen wird es noch viel für Digitalisierung gehalten. Und es gibt eben diese andere Komponente, die ihr auch teilweise schon erwähnt habt, eben zu gucken, ich glaube, du hattest das auch gerade gesagt, so die Digitalisierung ermöglicht ganz viel, was vorher nicht ging, was einfach auch andere Strukturen, andere Prozesse bedeuten würde, gerade wenn wir uns digitale Demokratie anschauen. Jetzt nicht nur in der Verwaltung, sondern zum Beispiel auch in Parteien oder wie Partizipation wirken kann. Es gibt einfach Möglichkeiten, dass Parteimitglieder aus München oder aus Hamburg zusammen an einem Thema arbeiten, was auch immer. Und das wird alles nicht genutzt, weil sozusagen nur, also jetzt vereinfacht gesagt, darüber nachgedacht wird, okay, wir brauchen so eine Plattform für unsere Parteimitglieder und wir brauchen so ein paar Kommunikationskanäle, jetzt als Beispiel, oder in der Regierung ist das ähnlich. Petitionen beim Bundestag kann man jetzt auch digital machen, aber das Neue ist, dass das digital ist, aber es ist eigentlich nichts Zusätzliches entstanden. Und da habe ich einfach das Gefühl, da liegt so ein Riesenfeld brach. Und ja, ich glaube, es braucht Leadership, aber ich frage mich auch manchmal, es braucht auch vielleicht Vorstellungsvermögen. Und ich habe wirklich keine Antwort dafür, wie man das entwickeln kann, gerade so im Verwaltungs- und im politischen Alltag. Aber dieses Potenzial ist aus meiner Sicht noch überhaupt nicht gehoben. Na gut, jetzt arbeitet ihr ja genau an der Stelle. Also du sagst, man braucht Vorstellungsvermögen. Ihr im Progressiven Zentrum sagt, haben wir. Dann müsst ihr euch doch jetzt im Grunde nur noch die Didaktik überlegen. Die Didaktik, um das dann auch in die Umsetzung zu bringen. Ja. Ja, das sind die ganz dicken Bretter natürlich so. Und zum Beispiel ein Punkt, mit dem wir uns hier beschäftigen, ist, man sieht ja, in der Zivilgesellschaft wird relativ viel mit digitaler Demokratie gemacht. Ne? Es entstehen einfach ganz viele Initiativen, auch gerade rund um Demokratiestärkung, die sich online organisieren, die irgendwie Demo-Days durchführen und so weiter. Und es gibt einen ganz großen Wunsch nach mehr Partizipation am politischen Prozess. Und das ist kein Problem, aber wenn man das weiterdenkt, im zweiten Schritt bedeutet das dann eben auch, wenn ich mehr Partizipation habe, müssen sozusagen auf der anderen Seite auch Leute sitzen, die sich mit diesem Input beschäftigen, die den weiterverarbeiten, weil sonst ist es keine Partizipation, sonst ist es sowas wie Konsultation at best. Und das ist im Endeffekt ist das Organisationsentwicklung. So, das sieht dann im Grunde nicht digital aus, weil am Ende steht vielleicht im Haushaltsplan neue Stellen drin, die sich mit diesem Input beschäftigen. Aber es ist etwas, was die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzt und weiterdreht. Und ja, wir arbeiten da dran, wir beschäftigen uns ganz viel mit den Themen. Ich bin jetzt nur nicht die Weltherrscherin, die es jetzt einfach umsetzen kann. Ich glaube, es geht einfach darum, dass wir das immer weiter erklären und dass wir einfach auch versuchen, konkrete Vorschläge zu machen. Weil natürlich bedeutet es, dass irgendwer, der bisher was zu sagen hat, vielleicht dann nicht mehr ganz so viel zu sagen hat, weil das ist auch Veränderung. So, Christian, jetzt bist du noch mal nach vorne gekommen, um etwas zu korrigieren oder zu ergänzen. Keine Ahnung. Eher um Lauras Punkt jetzt auch noch mal stark zu machen und ein bisschen anders zu wenden. Ich glaube, hier ist ganz gut deutlich geworden, Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern fördert immer andere Zwecke. Die können gut sein und schlecht sein. Und um dieses Potenzial zu erkennen, müssen wir aber sozusagen Freiräume schaffen. Und das ist auf der einen Seite, das ist ganz, ganz wichtig, partizipativ. Es gibt ja Konzepte wie Civic Tech, die sozusagen ganz bewusst Bürger auch mit einbezieht, bei der Schaffung von neuen Verwaltungsdienstleistungen oder bei der Verbesserung. Und auf der anderen Seite muss man eben auch in Ministerien selbst diese Freiräume schaffen. Und wie immer, irgendwo ist alles in Deutschland schon erfunden und angewendet, aber es skaliert eben noch nicht. Das ist noch nicht sozusagen breit ausgerollt. Um nur ein Beispiel zu bringen, ganz konkret, im Auswärtigen Amt gibt es ein InnoLab. Die arbeiten relativ hierarchiefrei und sehr, sehr kreativ. Nicht, aber dieses System hat sich nicht in alle sozusagen in alle Ministerien durchgesetzt. Und wenn wir international schauen, geht der Trend nicht zum Digitalministerium, sondern eben zu einer gemeinsamen Verantwortung und Wegen sozusagen Digitalpolitik
intelligent zu vernetzen. Auch hier nur zwei kurze Beispiele. In Japan gibt es einen Regierungs-CIO, der leitet den Digitalrat. Das ist die ganze japanische Regierung. Das heißt, der Ministerpräsident setzt sich in regelmäßigen Abständen mit allen Ministern zusammen und die besprechen dann digitale Themen. Auf der anderen Seite Australien und das Vereinigte Königreich gründen digitale Agenturen, die Freiraum haben und anbieten, wo Ministerien Anfragen stellen können und sagen können, helft uns, diese Prozesse zu digitalisieren, weil, und da komme ich wieder sozusagen auf den Punkt zurück, wir wollen hier Digitalisierung einsetzen, weil wir einen bestimmten Zweck verfolgen. Effizienz oder besserer Service für Bürger oder eine demokratischere Dienstleistung. Und das finde ich eben wichtig, dass man auch das Ziel immer im Auge hat. Und das ist nicht Digitalisierung selbst. Ja, ganz kurz noch, bitte. Also wir haben ja bereits einen IT-Rat der Bundesregierung, geleitet vom CIO. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Die Ministerien machen ihr eigenes Süppchen und blockieren sich alle gegenseitig. Und wenn etwas nicht funktioniert, muss man neue Wege gehen. Und die neuen Wege sind aus meiner Sicht durchaus vielversprechend, wenn man, wie übrigens früher auch die Umweltpolitik aufs Gleis gesetzt wurde, als man ein eigenes Bundesumweltministerium geschaffen hat, so verspreche ich mir von einem digitalen Ministerium, dass man einen Zuständigen hat, der nicht nur als Lonely Player agiert, sondern wirklich auch einen Apparat hat, natürlich ausgestattet mit den entsprechenden Kompetenzen, die dann auch vermittelt werden durch den Deutschen Bundestag, beispielsweise durch ein Budget, einen klaren Ansprechpartner gegenüber den Ländern und den Ressorts. Das Ressortprinzip muss diesbezüglich dann auch ein bisschen weichen. Das wird immer angeführt nach dem Motto, jedes Ministerium hat doch das Recht, eine eigene IT entsprechend zu verantworten. Also ich denke mir, wir sollten wirklich einen neuen Weg gehen. Du hast die Pläne fürs Ministerium quasi in der Schreibtischschublade. Möglicherweise auch Ideen, wer der Staatssekretär sein könnte. Keine Ahnung. Ich würde sagen, können wir noch endlos drüber reden, auch über das, was du sagtest, Christian. Agenturen, die wissenschaftlich beraten und so, steht alles im Raum. Wir wissen mehr, vermutlich Anfang des nächsten Jahres. Ich habe leider einen großen Schrecken gekriegt, als ich auf die Uhr geguckt habe, 7:45, und ich habe noch jede Menge Themen auf dem Zettel, die wir noch nicht mal angetippert haben oder nur angetippert. Ich würde versuchen, da jetzt noch ein bisschen weiter reinzugehen, aber natürlich freue ich mich auch, wenn ihr sagt, fragt doch mal dazu oder ich frage am besten gleich selber. Dann ist es auch super. Ansonsten frage ich dich nochmal. Darf ich eine Sache dazu? Bitte. Bin ich schon drauf? Darf ich eine Sache dazu ergänzen? Weil ich habe gerade so ein bisschen gezuckt bei diesem, wir brauchen irgendwie den einen Player. Ich glaube, dass. Nicht Lonely Player. Ja, aber so dieses eine, diesen einen Menschen, der da irgendwie drüber steht und das alles verantwortet. Wenn ich mir angucke, was in den Unternehmen los ist und auch wenn ich mir angucke, was in meiner eigenen Branche los ist, bin ich der Meinung, können wir nur dann erfolgreich sein mit diesen Veränderungen, wenn wir die anstoßen, wenn wir versuchen, diese digitalen Prinzipien, wie wir sie im Netz sehen, auch auf die Neugestaltung dieses Prozesses übertragen. Und das ist meiner Meinung nach genau dieses irgendwie Kollaboration und miteinander arbeiten und miteinander halt auch irgendwie Ideen erfinden und die miteinander evaluieren und einfach mal ausprobieren. Na gut, aber dieses einfach mal ist wahrscheinlich genau die größte Hürde, dieses einfach mal im Ministerium rumspinnen oder in einem Unternehmen irgendwas ausprobieren. Aber anders kann es nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Also wenn wir mit diesen alten Strukturen, mit unseren alten Lösungswegen versuchen in dieser Welt, also mich sträubt auch so ein bisschen dieser Begriff Neuland, ich würde den einfach gern durch Land ersetzen. Wenn wir in dem Bereich erfolgreich sein wollen, dann müssen wir erstmal über die Strukturen, wie wir darüber nachdenken, überhaupt uns Gedanken machen. Okay, dann lass uns jetzt konkret in einen Anwendungsfall gehen. Wir sprachen schon über die Notwendigkeit, sich weiterzubilden, zur Nachqualifizierung etc. pp. Die Union verspricht im Wahlprogramm Vollbeschäftigung bis 2025. Hätte ich auch gerne besprochen, ist aber leider keiner da. Also frage ich dich, Laura, nach der Arbeitsministerin und ihrem Chancenkonto, das hin wiederum vorsieht, dass jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin sowas wie ein mit 20.000 Euro betanktes Konto, Guthaben hat und dann führt dahin, wenn vielleicht die Karriere stagniert, sich anguckt, welche Nachqualifizierung könnte ich gebrauchen, wo bilde ich mich weiter oder gründe ich gleich selbst und gehe an dieses Geld ran. Also daran sieht man, glaube ich, schon,
dass die Arbeitsministerin verstanden hat, was ihr meint mit ausprobieren oder so ein bisschen volatilere Wege einzuschlagen, beweglicher zu werden und nicht einfach zu denken, die arbeiten halt bis 67 und dann sterben sie oder kriegen vorher noch Rente und fertig. Aber dennoch die Frage, reicht das, also reicht dieses Chancenkonto, um das, was an Disruptionen prognostiziert wird, am Arbeitsmarkt auszubügeln? Ich finde, das ist ein ganz wichtiger erster Schritt, weil der, also wie du es gerade auch schon gesagt hast, anerkennt, dass sich Erwerbsbiografien längst verändert haben. Dieser Begriff des lebenslangen Lernens, den hören wir ja auch schon seit, weiß ich nicht genau wie lange, bestimmt 10 Jahren. Und es gibt eine Möglichkeit, das jetzt jenseits des aktuellen Arbeitgebers einfach voranzutreiben. Ich finde es ganz spannend an der Debatte zum Chancenkonto. Ich habe auch das Gefühl, das ist was sehr Deutsches und das spielt vielleicht auch in die Digitalisierungsdebatte rein. Es gibt direkt die Ersten, die erstmal auf die ganzen Gefahren hinweisen. Das kann ja missbraucht werden und was das kostet und wie jeder 20.000 einfach mal so. Ja gut, mit EAG auch schon, was jetzt genau, aber ich finde diesen, lauter und aufrichtig benutzt wurde. Genau, also ich finde aber diesen Impuls, den wir irgendwie haben, erstmal zu gucken, was alles, oder erstmal zu durchdenken, was alles nicht funktionieren könnte an einer neuen Idee, den finde ich erstmal total spannend, weil das wäre ja sowas, was man mal ausprobieren könnte. Funktioniert das? Wird das zu teuer? Nehmen das die Leute an? Und so weiter. Ich glaube, ich bin wirklich keine Arbeitsmarktexpertin, da sind andere hier im Raum, die dazu mehr sprechen können. Aber das ist ein Schritt und darüber hinaus werden wir uns einfach in diesem Land auch längerfristig überlegen müssen, wie wir soziale Absicherung weiterhin organisieren. Wir haben es hier relativ gut mit unseren sozialen Sicherungssystemen, aber wenn wir uns einfach irgendwann anschauen, es gibt Selbstständige, es gibt Beamte, es gibt Angestellte, für alle gibt es unterschiedliche Möglichkeiten der sozialen Absicherung und ich glaube, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen werden und das wird eine harte gesellschaftliche Debatte, dass wir alle in einem System sind, also kein eigenes für die Beamten, kein eines für die Angestellten, das ja quasi über die Grundsicherung dann auch oft die Selbstständigen mitfinanziert, weil die bisher einfach oft in der Grundsicherung auch landen. Na gut, wir hören mal kurz den O-Ton 8, bitte, das ist die Arbeitsministerin. Die alten Schutzsachen, zum Beispiel der 8-Stunden-Tag, die Arbeitszeitregeln, die Arbeitsschutzstandards, haben gepasst zur Industrie- und Dienstleistung 3.0. Wenn wir jetzt sagen, wir haben Arbeiten 4.0, dann müssen wir auch neue Regeln für 4.0 schaffen. Aber das heißt möglicherweise nicht dieselben, die wir bisher kennen. Das macht viele unsicher, aber ich glaube, das ist möglich. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon geschafft. Also wir brauchen neues Arbeitsrecht, Inga, oder eine neue Art Arbeit zu denken. Du würdest zustimmen, vermute ich, nach dem, was du sagst. Ja, würde ich zustimmen. Wilfried? Also, ja, aber. Unbedingt müssen wir zunächst einmal das Arbeitsrecht entrümpeln, Vorschriften entrümpeln, denn sie passen natürlich nicht mehr für die neue Arbeitswelt. Das ist vollkommen klar, auch das Denken in hier Arbeitgeber, dort Arbeitnehmer, das wird sich auflösen, wie auch schon im Übrigen auch viele, viele Selbstständige erfahren, die ja gerade deswegen so erfolgreich sind, weil sie selber nicht warten, bis irgendein Arbeitgeber ihnen einen neuen Auftrag gibt, sondern weil sie selber eine Idee haben und die nach vorne bringen. Und das in der Tat wird teilweise durch unser Arbeitsrecht behindert. Der 8-Stunden-Tag, der dann womöglich noch eine Präsenz in irgendeinem Arbeitsraum dann vorschreibt und um Gottes Willen nicht länger dort bleiben. Und wenn ich jetzt mein Handy oder mein Smartphone mitnehme, dann muss aber einer aufgezeichnet werden, wie lange ich dort arbeite, denn das wird dann auf die Arbeitszeit angerechnet. Das ist alles antiquiert. Damit werden wir in der Tat das digitale Deutschland von morgen nicht schaffen. Ich wäre aber dagegen zu sagen, wir müssen jetzt sofort die eine Regelung durch die andere ersetzen, denn wir haben teilweise nicht die Erfahrung und ich bin auch ein bisschen dagegen. Ich bin immer skeptisch, wenn es darum geht, wir müssen jetzt erstmal neue Regeln machen. Bevor wir überhaupt angefangen haben zu arbeiten, haben wir schon mal neue Regelungen. Das Internet ist deswegen so erfolgreich, weil es eben zunächst einmal nicht auf Regeln gesetzt ist. Okay, aber sowas wie dieses Chancenkonto versucht ja eben, Wege offen zu halten. Also nicht zu sagen, ich mache eine neue Regel und für dich, lieber Arbeitnehmer, ist dies und das vorgesehen, sondern guck mal, was du damit machen kannst. Ja, also natürlich muss man fragen, wo kommt denn die 20.000 Euro her? Na, also ich habe sie ehrlich gesagt jetzt nicht und ich weiß jetzt nicht, wo sie herkommen. Da müsste man natürlich vielleicht auch noch mal ein paar zusätzliche Überlegungen anstellen. Aber richtig ist natürlich, eines ist vollkommen richtig. Man muss ansetzen bei der Frage der Ausbildung und der Fortbildung. Keiner darf einfach nur so in dem Zustand belassen werden, wie er ist. Die meisten in der Verwaltung, und ich kenne ja nun relativ viele in der Verwaltung arbeiten, sind überhaupt nicht vorbereitet
auf das neue Zeitalter. Die werden dann teilweise alleingelassen, sie werden weder motiviert durch Geldzahlungen noch durch andere Vergünstigungen. Sie werden auch nicht mal informiert über das, was auf sie zukommt. Und da müssen wir auf jeden Fall ran. Das ist das prinzipiell Richtige daran. Okay. Wir müssen ein neues Denken herbeiführen bei der Frage, wie schaffen wir es, dass Leute, die ganz andere Funktionen in Zukunft wahrnehmen, auch darauf vorbereitet sind. Denn sie werden nicht darauf vertrauen. Ich bin ja beim Thema munteres Themenhopping und würde tatsächlich gerne gleich auf das nächste Fältchen vorrücken. Wir reden von Arbeit. Wer von Arbeit spricht, sollte von Netzanbindung nicht schweigen. Ich zitiere mal zwei Studien oder Erkenntnisse rein. Eine von der Bertelsmann Stiftung aus diesem Monat. Die haben so eine Art Landkarte erstellt und darauf siehst du mit Ausnahme der Hauptstadtregion, mit Ausnahme von Städten wie vielleicht Rostock, Leipzig, Dresden, ist der Osten in der Fläche digital abgehängt. Ich war das ganze Wochenende über in Brandenburg und kann das aus eigener Anschauung bestätigen. Und das Weißbuch des Bundeswirtschaftsministeriums sagt, etwa 84% der Anschlüsse im ländlichen Raum sind nicht zukunftsfähig. 84%. Der Verkehrsminister freut sich tierisch, dass Deutschland den dynamischsten Breitbandausbau in ganz Europa hat. Offenbar ja auch den entsprechenden Bedarf. Trotzdem hat man die Frage, also ist der Osten quasi abzuschreiben? Das ist so ein Digital Detox Paradies, Hase, Fuchs und auch irgendwie der Wolf, sagen sich da gute Nacht und das ist es halt. Also ich war ja viele Jahre. Sachsen, ja, okay. Nein, nein, das wollte ich nicht nennen. Nee? Ich war viele Jahre sogenannter Sherpa in einer der Arbeitsgruppen für den IT-Gipfel. Und da bin ich eines Tages rausgeflogen und damit war der letzte Ostdeutsche und das letzte Mitglied, ostdeutsche Mitglied in einer Arbeitsgruppe, in der zentralen Arbeitsgruppe E-Government des IT-Gipfels rausgeflogen. Es waren nur Westinstitutionen da. Dass da natürlich manchmal der Blickwinkel auf die Erfordernisse des Ostens verloren gehen, ist vollkommen klar. Die Struktur ist ja ein anderes. Es gibt kein Großunternehmen wie Microsoft, IBM, SAP, das einen Stammsitz im Osten hat. Das hat natürlich historische Gründe, wir wissen das alle. Und deswegen ist es natürlich so wichtig, dass wir da auch ganz spezifisch darüber nachdenken, wie können wir die Dinge fördern. Breitband ist ein ganz trauriges Kapitel. Es gab einen Bundeswirtschaftsminister, der schon längst vergessen ist, der konnte das Wort Breitband nicht mehr aussprechen, hat immer von Breitband gesprochen, hat aber alle möglichen Versprechungen gemacht. Und die sind alle nicht eingehalten worden. Die Bundesregierung in ihrer, wenn man so will, in ihrem Resümee für die Agenda 2013 bis 2017 schreibt so schön rein, ja, also 99% der Haushalte hätten ein MB-Anschluss und das wird dann unter Breitband verkauft. Wir brauchen ein Gigabit. Wir brauchen Gigabit für die neuen Anwendungen. Und deswegen muss gepowert werden. Das muss die Top-1-Aufgabe sein. Was nützt mir beispielsweise meine Überlegung in Sachsen, wie ich beispielsweise in den ostsächsischen Bereich, wo 25% weniger Einwohner sind, wie ich da das Digitale hinbekomme, wenn kein Mensch die Dinge nutzen kann, weil niemand das Internet aufrufen kann, jedenfalls nicht in vernünftiger Zeit. Da muss die neue Bundesregierung ein Top-1-Thema draus machen. Egal wie, es muss in jede auch noch so entlegene Gegend muss ein Breitband hin. Wenn ich durch die Serengeti fahre, und was ich gemacht habe, ist überall ein Funkanschluss da. Wenn ich zwischen Leipzig und Dresden hin und her fahre oder zwischen Leipzig und Berlin, komme ich von einem Funkloch ins andere. Es ist ein Graus. Ich komme in Brandenburg gar nicht aus dem Funkloch raus. Also was würdet ihr denn sagen? Was tun mit dem Osten? Also in puncto Internet. Gibt es da, vermisst ihr Interesse oder gibt es Interesse und es versagt oder gibt es den Bedarf nicht? Eh so wenig junge Leute, lauter Alte. Ja, vielleicht würden die aber da bleiben, also wenn sie Angebote finden würden. Also gerade wenn wir über, also ich habe tatsächlich in meinem, also das ist jetzt wirklich mal so rausgepickt, einfach ein Aspekt. Mhm. Ich habe in meinem Bekanntenkreis einige Leute, die so jetzt so in das, so um die 30, die jetzt so anfangen, so auch eigentlich mal gern Kinder und Familie gründen und so. Und es sind einige, die jetzt irgendwie sagen, dass sie tatsächlich ins Umland ziehen. Also das ist so meine Berührung mit Brandenburg, weil ich tatsächlich auch für Recherchen relativ selten im Umland bin, weil tatsächlich viel Musik in Berlin und in den Metropolregionen spielt. Mhm. Und was ich aber immer mitbekomme, ist tatsächlich, also es gibt irgendwie diesen Willen, auch diesen Wunsch auch zurück in sowas Ursprüngliches, aber das Problem ist wirklich, wir reden immer nur von den Wochenenden oder von irgendwelchen Refugien, die da für die Ferien dann irgendwie geschaffen werden. Und ich denke, dass man den Osten auch
oder die östlichen, die neuen Bundesländer halt auch aufwerten könnte, wenn man genau diese Aufwertung halt herbeiführen würde, also diese technische. Und woran scheitert's? Ich glaube, dass wir mittlerweile in den Bundesländern so eine Öde schon herbeigeführt haben, dass sich das eine mit dem anderen halt irgendwie bedingt. Also man hat zu wenig Fürsprecher, es ist zu wenig Industrie da oder zu wenig große Firmen. Ich glaube, dass sich das alles irgendwie so bedingt und dann wird das immer weiter entvölkert. Mhm. Und je weniger Leute da sind, umso schwächer ist die Stimme. Eine Aufgabe für die nächste Legislaturperiode, kann man dann immer am Ende jeder Rede dazu sagen. Bist du irgendwie Beauftragte Ost oder mit welcher Mission setzt du dich zu uns? Ja, nein, ich komme tatsächlich dazu, um eine Lanze für den Osten zu brechen. Ja, sehr gerne. Ich tue das auch, also vielleicht von hinten durchs Knie, aber... Die Darstellung, also ich will gar nicht über das Infrastrukturthema. Aber sag vielleicht noch mal ganz kurz, ja, wer du bist und gerne, woher du kommst. Janina Henning, mein Name. Ich arbeite für eine Kommunikationsberatung. IFOG nennt die sich. Und das Thema Digitalisierung steht natürlich bei uns auch auf der Agenda, unter anderem auch im Osten. Und ich will gar nicht über das Infrastrukturthema sprechen, weil an der Stelle verkämpfen wir uns alle. Da stimme ich den bisherigen Gesagten auch zu. Ich möchte aber mal darauf hinweisen, dass zum Beispiel Thüringen als erstes Land eine Digitalisierungsstrategie sich gerade aufstellt. Und in dieser Strategie, das ist das Interessante, also zumindest als erstes Land, das es vielleicht etwas anders macht als die anderen Länder, haben sie sich überlegt, naja, es geht erstmal nicht um Gesetzesvorhaben und um irgendwelche Rahmenbedingungen, sondern was sie machen wollen, ist, sie wollen Projekte vorstellen, sie wollen die nach vorne schieben, sie wollen zeigen, was Thüringen eigentlich macht. Und in dem Kontext entstehen gerade aktuell über 200 Projekte, die in Thüringen zum Thema Digitalisierung schon umgesetzt werden. Und ich kann nur einladen, am 15.08. gibt es eine Digitalisierungskonferenz in Thüringen zu dem Thema, das einfach sich mit anzuschauen. Gleiches gilt übrigens auch für das Land Sachsen, beziehungsweise es gibt ja auch einen Grund, warum Leipzig gerade Hype-Stadt schlechthin ist. Also ich glaube, da entsteht einfach gerade eine Start-up und eine neue Digitalisierungskultur in Leipzig, die eben für den Osten spricht und auch für vielleicht die Rahmenbedingungen, die man vor Ort finden kann. Und deshalb, ja, Infrastruktur ist ein Problem, aber dass im Osten keine Digitalisierungskultur vorherrscht, dem würde ich gerne widersprechen. Eine Ergänzung, in der Tat. Gerne hätte ich Laura noch dazu gefragt. Leipzig, Dresden sind nicht gemeint bei diesen Übersichten, die du hier angesprochen hast. Nee, die habe ich extra rausgenommen. Das gemeint ist der ländliche Raum, der ist abgehängt. So, Laura, und jetzt noch deine 5 Cent zum Thema Digitalisierung im Osten. Ich habe da gar nicht so viel zu ergänzen, aber ich fand gerade schön, was du gesagt hast. Ich glaube, wir müssen einfach öfter dahin schauen, wo gibt es gute Initiativen, die wir einfach alle nicht kennen. Und das ist einfach auch Produkt unseres schönen Föderalismus. Aber dass wir einfach öfter hinschauen, wo wurde was Innovatives ausprobiert in einem Landkreis oder in einem Land und einfach zwei Länder weiter, kennt das keiner. Und alle haben immer das Gefühl, sie müssen das Rad neu erfinden. Und ich glaube, das ist eigentlich nicht nötig, weil es viele Gute schon gibt und dass wir eher so einen Best-Practice-Ansatz, also wir haben ja unser Buzzword dafür eigentlich schon da, dass wir mehr versuchen zu gucken, okay, wurde schon mal was ausprobiert, mit den Leuten zu reden, hat das funktioniert, was ihr da ausprobiert habt, was hat eigentlich nicht funktioniert. So, und da würde ich sagen, das gilt nicht nur für den Osten, das gilt für alle. Einfach diese Kultur des einfach Ausprobierens und einfach zu schauen, was schon ausprobiert wurde. So, obwohl ihr vorhin anderslautenden Wunsch geäußert habt, würde ich sehr gerne nochmal Frau Merkel, vielen Dank, Frau Merkel zum Klingen bringen mit ihrer Prägung des Wortes Neuland. Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung natürlich mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen. So sagt sie da und spricht im Juni 2013, also ziemlich genau vor 4 Jahren. Und ich habe gedacht, ist doch eigentlich nicht so blöd. Also klar, können wir jetzt ein paar Witze drüber machen oder wie die Lochis einen Song. Aber sie geht ja dann nochmal ein auf die Möglichkeiten, die das Netz natürlich auch ja nicht unbedingt den ausgewiesenen Freunden der Demokratie bietet, um gegen selbige vorzugehen. Und das sagt sie, bevor wir den Bundestag-Hack von 2015 erlebt haben. Das sagt sie, bevor wir von Social Bots geredet haben. Und Online-Propaganda war auch noch nicht so das Riesending. Also ich fand es jetzt eigentlich nicht so doof. Da du ja, Laura, arbeitest zum Thema Zukunft der Demokratie,
jetzt sind wir so, klar, jetzt ist gerade Sommerpause, aber danach wird es schon noch mal heißer werden im Wahlkampf, vermute ich. Rechnest du damit, dass wir solche Angriffe dann noch mal erleben werden? Also Versuche, dezidiert die Massenmeinung oder die Wähler zu beeinflussen, zu manipulieren? Naja gut, was wir alle ja nicht wissen, ist, ob aus diesem Bundestag-Hack, den du erwähnt hast, noch was die kommt? Ergebnisse oder die Erkenntnisse daraus, die haben ja noch nicht das Licht der Welt erblickt und ob da noch was zu erwarten ist. Und ich glaube, das ist einfach so die offene Frage für ganz viele. Und dann, das wird auch Journalistinnen und Politikerinnen alle auf eine harte Probe stellen, wenn so etwas käme, so ein Leak, wie damit umzugehen ist auf eine ethische Art und Weise. Natürlich gibt es auch abgesehen jetzt von Hacks, andere Möglichkeiten im Internet zu polarisieren und irgendwie andere Buzzwords, Fake News und so weiter. Was wir, glaube ich, nicht vergessen dürfen, ist, dass die Quelle des Ganzen, also all das gibt es auch ohne das Internet und das ist jetzt nicht nur das Internet, warum wir auf einmal populistisch sind, warum wir auf einmal rassistisch oder sexistisch sind. Wir müssen auch da einfach schauen, wie wir mit diesen Veränderungen umgehen und die Parteien haben ja, also die Generalsekretäre haben letztes Jahr ja mal drüber nachgedacht, ob man sich irgendwie verpflichtet, dass keine Bots eingesetzt werden. Auch das ist mir wieder so ein bisschen zu, wir finden so eine Lösung, um dieses Problem aufzulösen, genau wie das NetzDG mit dem Thema Hate Speech. Aber zum Beispiel das Beispiel, die Junge Union hat ja kürzlich mit falschen Zitaten von Martin Schulz, also die haben so Scherkacheln gemacht, wo angebliche Tweets von Martin Schulz drauf waren. Und das waren einfach Dinge, die er nie gesagt hat. Und das sind Methoden, die ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet hätte, sondern gedacht, also, dass man in die Kiste jetzt noch nicht greift, sondern dass man bei der Wahrheit bleibt, weil das ist eigentlich die Produktion von Fake News. Also müssen wir gar nicht zum Kreml gucken, um über blöde Praktiken nachzudenken? Nicht unbedingt. Okay, gut, zum Schluss, ob ihr das jetzt wollt oder nicht, oder nee, kurz vorm Schluss, wollt ihr denn noch was wissen, sagen, ergänzen, reinrufen? Euch noch mal ganz kurz auf den schon vorgewärmten Stuhl setzen. Okay, also dann doch zum Schluss. Ich ernenne euch jetzt zur Digitalministerin. Ich weiß, du freust dich bei euch beiden. Vielleicht so mittel. Was sind eure ersten drei wichtigsten, größten, die drängendsten Aufgaben? Und vielleicht fängt Inga an. Danach dürft ihr abstimmen. Ihr findet auf euren Plätzen rote, weiße und blaue Karten. Aber erstmal du mit deinen drei wichtigsten Projekten als neu ernannte und auch schon vereidigte Digitalministerin. Ich weiß nicht, ob ich jetzt drei nenne. Ich nenne mal ein Thema. Priorisierung ist auch super. Das mich schon länger umtreibt und was mir sehr am Herzen liegt, weil das auch was ist, was eben in den Unternehmen gerade eine große Rolle spielt. Wir haben es vorhin schon gehört, dieses lebenslange Lernen, das ist ja irgendwie so eine Floskel, mit dem alle um sich werfen. Ich denke, dass das sich bewegen im Internet und das Handhaben dessen ist eine Kulturtechnik, die wir erlernen müssen. Und dringlicher denn je. Und was mich so ein bisschen umtreibt, ist, wie kann man das, was so dieses Schlagwort lebenslanges Lernen ist, also wirklich von was passiert im Elternhaus bis hin zu ich bin irgendwie 60 und habe noch, keine Ahnung, 10 Jahre Berufsleben vor mir, wie kann ich mit dem, was da passiert, Schritt halten? Also das ist so ein Thema, was mich sehr umtreibt tatsächlich. Wie kann man, also die Veränderungen, die wir gerade in der Arbeitswelt sehen, die wir, wenn wir allein zurückblicken, was in den letzten 5 Jahren passiert ist, dann denkt man so, wow, da ist echt viel passiert. Und wir wissen aber, dass das nie wieder so langsam passieren wird wie jetzt. Also eines meiner dringendsten Anliegen ist, wie können wir damit Schritt halten? Ja, das ist eine Frage. Ich möchte ja von dir die Antwort auf die selbstgestellte Frage. Da würde ich dann eine Agenda entwerfen. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie dein schulpolitisches Programm oder so. Oder ich würde es eben genau nicht auf die Schulen beschränken. Also die Frage ist ja auch, wer bildet aus, also wer lehrt und wer lernt. Und wenn ich mir halt die Schulen angucke, schwierig so. Ich weiß nicht, wie gesagt, eine Lernagenda. Also eine Lernagenda mit noch genauer zu bestimmten Inhalt. Ihr dürft abstimmen wie im Bundestag. Rot wäre Nein, Blau wäre Ja, Weiß Enthaltung. Inga vor Digitalministerin. Rot ist Nein, Blau ist Ja. Jetzt sind dooferweise Blau und Weiß schlecht zu unterscheiden. Ja, ich glaube, du bist so gut wie im Amt. Ich sehe keine Rote. Na gut, aber wir haben noch einen taffen Mitbewerber, nämlich Wilfried.
Was stößt du an Top 3 oder vielleicht sogar noch weiter verengt? Du hattest Top ja nach 1. drei Maßnahmen gefragt. Die erste Maßnahme wäre, dass das gesamte Recht darauf durchgeflöht wird. Gesetzesscreening heißt das offiziell. Wo sind noch Hindernisse für die Digitalisierung? Wo sind Hindernisse im Verfahren? Was hindert die Kommunikation Bürger, Verwaltung, Verwaltung, Verwaltung? Erste Maßnahme. Zweite Maßnahme, alle sogenannten Lebenslagen, die jetzt identifiziert sind, werden durchdigitalisiert. Nach dem Motto, einfach machen. Und zwar nicht gegen die Wirtschaft, sondern zusammen mit der Wirtschaft. Das fehlt nämlich meistens auch, die das Wirtschaft einzuladen. Das verstehe ich nicht, was das heißt. Alle Lebenslagen werden digitalisiert. Also zum Beispiel, ich bekomme ein Kind und da ist ja einiges zu veranlassen zusammen mit der Verwaltung. Ne? Also Geburtsurkunde, Kindergeld, Elterngeld, Kindergartenplatz und sonst was. Alle Steuernummer kommt von selbst, habe ich festgestellt. Die Steuernummer kommt von selbst, deswegen habe ich sie nicht erwähnt. Da ist nämlich der Staat auf Zack. So, alles andere ist er nicht auf Zack und das muss digitalisiert werden. Und drittens, natürlich investieren in Bildung. Alles das, was der Bund machen kann. Der kann selbstverständlich den Ländern Geld zur Verfügung stellen und da wird sich übrigens auch das Problem mit dem Erkennen von Bots dann auch lösen. Natürlich, die Manipulationsgefahren im Wahlkampf sind umso größer, je weniger die Leute überhaupt in der Lage sind, bestimmte Dinge zu erkennen, also auch als Gefährde zu erkennen. Medienkompetenz ist das Allerwichtigste. Da muss man dafür sorgen und da würde ich als Digitalminister vor allen Dingen natürlich versuchen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um diese Medienkompetenz tatsächlich zu begründen. Also ich fasse nochmal zusammen für alle, die sich fragen, wie war es im Mittelteil? Rechtsscreening, also was steht in den Lawbooks, Digitalisierung aller Lebenslagen, also von der Wiege bis zur Bahre und Bildung ebenso von der Wiege bis zur Bahre. Ja, Hammelsprung, ich weiß nicht, nee, also ja, wir stimmen alles zusammen ab. Du musst auch eine Kröte schlucken, wenn du nicht magst. Ja, das ist jetzt ein bisschen sehr easy. Rot wäre Nein, Blau ja, Weiß Enthaltung. Ich weiß, bisschen Blau, bisschen Rot. Also du könntest vielleicht als Staatssekretär unter Inga dienen. Dann würden wir jetzt noch gucken, was Laura so in ihrem Wahlprogramm hätte. Genau, ich habe zwei. Einmal Coden in der Grundschule, weil sich da Mädchen und Jungs noch ähnlich für das Thema interessieren und Mädchen noch nicht glauben, dass sie das nicht können aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Deswegen finde ich es wichtig, dass man da damit anfängt. Und dann würde ich als Digitalministerin eine Änderung des Parteiengesetzes anstoßen, weil dann erst ganz viele digitale Teilhabe- und Reorganisationsmöglichkeiten umsetzbar wären, denen das Parteiengesetz heute noch entgegensteht. Beispiel? Das weiß ich nicht. Ja, zum Beispiel, ist es noch relativ wichtig, dass man als Parteimitglied dieses territoriale Prinzip hat, dass man Lokalmitglied wird. Mhm. Und man kann jetzt nicht auf Bundesebene Mitglied werden, weil man sagt, ich ziehe sowieso oft um, sondern man muss eigentlich immer an die Partei vor Ort angebunden sein. Und das passt zum Lebensstil von ganz vielen Leuten einfach nicht mehr. Okay, Programmieren in der Grundschule und das Parteiengesetz entrümpeln. Da gibt es überwiegend Zustimmung. Ich würde sagen, Inga hat das Rennen gemacht. Mehr wissen wir dann Ende September. Vielen Dank euch fürs Diskutieren. Schön auch, dass heute da wirklich nochmal vielen Dank sich jemand auf diesen verfluchten Stuhl gesetzt hat. Ich war so kurz davor, ihn abzuschaffen. Jetzt überlegen wir das nochmal. Wenn ihr nochmal genauer wissen wollt, was wollen denn die Parteien tatsächlich zum Thema Digitalisierung? Ich weiß, ihr kotzt, wenn wir das Wort benutzen, aber wir haben halt kein anderes, deswegen reden wir so. Ihr könnt von Arbeitsmarkt bis, weiß ich nicht was, irgendwas mit Z bis Zapper, den Wahlkompass Digitales des HIG bemühen und dort sehen, welche Parteien was vorhaben für nach der Wahl. Mit dieser Empfehlung vielen Dank fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren. Schwimmt gut nach Hause. Das nächste Mal sehen wir uns am 30. August. Bei Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Algorithmus, lautet die Überschrift. Wir reden über personalisierte Medizin. Und dann machen wir bestimmt auch die Scharte gut, die wir heute gelassen haben und reden noch ein bisschen verstärkter über den Datenschutz. Vielen Dank.